Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In diesem Video dreht sich alles um die geleakte neue Legende in Season 8. Das neue Update vom Fight Night Event hat noch eine Menge neue Sachen in den Gamefiles durchblicken lassen, die auf Twitter, Instagram und so weiter geleakt wurden. Ich habe mal ein bisschen was zusammengefasst. Ich zeige euch erstmal ein Bild von dem guten Kollegen. So soll er wohl aussehen. Laut den Fähigkeiten, taktische, ultimative Fähigkeit und so weiter. Ich gehe davon aus, der hat irgendwelche Granaten, Explosions-, Missile-, Raketenfähigkeiten, wie die nachher zum Schluss alle aussehen. Ich habe zwar noch eine animierte Geschichte für euch von Twitter, wie man sieht, wie er aus seinem Arm so eine Granate abfeuert. Wie aber seine restlichen Fähigkeiten aussehen, ist aktuell noch nicht zu 100% bekannt. Aber die Animationen sehen schon mal sehr, sehr geil aus. Und wir werden wieder Ingame-Teaser bekommen. Ihr erinnert euch, in den letzten Seasons war es immer kurz vor Ende einer Season so, dass die Folge Legende in der nächsten Season mit verschiedenen Teasern angeteasert wurde. Alle paar Tage gab es da neuen Ingame-Stuff. Das ist quasi die, oder das sind die Zeiten, an welchen verschiedenen Tagen die Teaser auftauchen. 12.01., 15.01., 19. und 22.01. Sind verschiedene Audio-Files, die aktiviert werden. Ich könnte mir vorstellen, das sind vielleicht irgendwelche Explosionssounds. Am 16.01. bis zum 21.01. soll ein Schiff auftauchen. Das wird wahrscheinlich nicht gerade klein sein. Ich habe auch ein Bild davon, zeige ich euch gleich in verschiedenen Ansichten. Und eine Bombe, die aktiv sein soll und ebenfalls am 21. wieder weg sein soll. Ob die explodiert und was mit der Bombe passiert, aktuell ebenfalls unbekannt. Auch von der Bombe, die ist mega fett, habe ich ein Bild, da steht auch der Name von Fuse drauf, sehr interessant. Womit fangen wir an? Wir fangen einfach mal mit dem Schiff an, bevor ich euch die Fähigkeiten sage. Grob zumindest. Das ist dieses Schiff, so ein bisschen schräg von der Seite. Dann haben wir hier noch so von der Seite noch ein Bild. Es sieht auf jeden Fall doch schon relativ groß aus. Dann haben wir noch ein Bild von der Bombe. Die Bombe. Das ist die Bombe, die aktiv sein wird. Ob das Schiff diese Bombe abwirft, keine Ahnung. Ich gehe aber mal felsenfest davon aus, dass das so sein wird. Und wenn ihr genau hinschaut, mitten auf dieser Bombe ist so eine gelbe Schrift zu sehen und ganz vorne oder ganz oben im ersten Satz steht Fuse, Barbecue und so weiter und noch ein paar Daten, wie schwer die Bombe ist und so weiter und so fort. Fähigkeiten kann ich euch noch nicht zu 100% sagen. Ich kann euch aber eins sagen, eine taktische Fähigkeit wird sein, dass er diese kleine Granate, dieses Projektil aus seinem Arm feuern kann. Ich habe gleich noch von Twitter bewegte Bilder. Wie er das Ding abfeuert, sieht sehr, sehr interessant aus. Ich denke mal, dass seine ultimative Fähigkeit sein wird, vielleicht so eine Art Lenkrakete, könnte ich mir vorstellen. Hier steht es tatsächlich wirklich noch nicht hundertprozentig fest. Ich gehe aber davon aus, dass wir in den nächsten Wochen noch mehr darüber erfahren. Es folgt übrigens, ich weiß nicht, ob ich es heute raushaue oder ob ich das morgen mache, noch ein Video. Es gibt nämlich schon Informationen zum Season 8 Kings Canyon. Da gibt's ein fettes Update wohl. Es gibt eine fette Überraschung für uns alle zum zweiten Geburtstag von Apex Legends in Verbindung mit einem Erbstück. Das wird euch alle mega flashen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn das tatsächlich so kommen sollte. Und es gibt auch Informationen zum ersten Season 8 Event in Verbindung mit einer der letzten Videos, wo ich gesagt habe, dass eins oder zwei interessante Events oder beliebte Events wieder zurückkommen. Dieser Abschnitt wird uns wohl verraten, wie seine Fähigkeiten sein werden. Also wir sehen ja, die ersten vier Soundfiles werden wohl seine ultimative Fähigkeit sein. Ich gehe mal davon aus, es wird vielleicht eine Lenkrakete sein. Erster File steht Flame Start, Flame Burn, das sind alle Sounds. Das dritte ist dann Small Missile Incoming und zum Schluss als viertes Small Missile Explosion. Also wir sehen quasi die Soundfiles vom Start bis hin zur Explosion, wenn die Rakete dann eintrifft. Das werden Soundfiles von seiner ultimativen Fähigkeit sein. Ich bin gespannt, wie das in echt aussieht. Dann haben wir seine taktische Fähigkeit, die Granate, das Projektil. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Ich zeige euch gleich die animierten Bilder von Twitter. Ist leider nicht die beste Qualität. Und die letzten Sachen. Ach so, ein Holospray gibt es auch schon. Das ist ganz unten. Spray LNG, also Spray Legend, hast du nicht gesehen. Was haben wir hier eigentlich noch? Fuse, Afford, Painfire.
Painfire, Death, Deathcam, keine Ahnung, was das sein soll. Deathcam wird wahrscheinlich dann sein, ja, wenn du tot bist oder so. Was genau da aber noch reininterpretiert werden könnte, da halte ich jetzt besser meine Klappe, aber ich denke, die ersten 5 Soundfiles sollten auf jeden Fall sehr aussagekräftig sein. Jetzt kommen wir zu den bewegten Bildern, wenn er diese taktische Granate einsetzt und wenn er das nachlädt. Hier sehen wir es, er feuert quasi diese Granate ab. Das ist wirklich leider nicht die geilste Qualität. Hier sieht man, wie dieses Projektil seinen Arm verlässt. Und hier haben wir noch eine weitere Animation. Zack. Das sieht quasi so aus, als würde er die taktische Fähigkeit nachladen. Bessere Bilder habe ich dafür leider nicht. Ich habe jetzt noch jede Menge Game-Soundfiles von Fuse, verschiedene Explosionen in verschiedenen Formen, Arten, Varianten und so weiter. Das geht 3-4 Minuten. Ich bringe das jetzt bewusst zum Schluss, weil ich mir vorstellen kann, dass ich das nicht jeder reinziehen will. Also wer das jetzt noch hören will, bleibt gerne dran. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Für alle, die jetzt wegschalten, weil sie das nicht hören wollen, Daumen da lassen, Abo da lassen und danke für den Support in den letzten Tagen. Es ist wirklich mega geil. Einfach mal fast 200 Abonnenten in 24 Stunden. Das ist absoluter Wahnsinn. Weiter so. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Event. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.